War Pokémon, bla 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 bla. Ja. Nein. Ja. Wir nehmen unseren Pavi-Flamm. Wie nenne ich dich? Du bist Dirk. Hallo Dirk. So, da müssten jetzt genau die Lucia entgegenkommen. Hi, bla 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 bla. Ja, Ja, ich muss nicht so viele Pokémon fangen. Glaub mir, ich habe noch genug vor mir. Ja, tschüss. Ja, Leopold besiegt und Entwicklung, yeah. Ich finde den Sprite so hässlich. Ich finde allgemein Panpyro hat eine ziemlich komische Figur. Dürfte so ziemlich damit übereinstimmen, so wenn es 24-10 müsste ich aufhören. Das packe ich. Finde schon ein bisschen süß, ne? Ja, genau, das sind die mit den ganzen Charmians. Tempo, Bitch, Bitch, Bitch. Halleluja. Trafogin wurde gefangen. Oh, was mich wundert, ist, Beate schon wieder so ein Level mitgekommen ist, obwohl was ist erst ihn erst. Fuck. Oh, ich glaube, mit Beate hatte ich protestiert, dass ein Trafogin männlich ist, ne? Gut, also, dass sie. Es ist ein Mann im falschen Körper, ja? Das muss man akzeptieren. Da war nämlich ein Plaudergang. Ja, also das Gute am Plaupa ist halt einfach auch theoretisch gesehen, ist es ja jetzt nicht verboten durch keine Clause, dass ich Geschwätz einsetze. Mit Flucht, wenn das Pokémon verwirrt ist. Und damit ist Plaupa schon raus. Ja, Waldorden auch ganz toll. Ja, so wie ich das sehe, ist Strauchler nämlich nicht verplant. Wäre sogar eine Alternative für eine Attacke hoch. Dumme Frau. Ja, komm, lass ihn in Ruhe. Hat er mich gerade eben als dumm bezeichnet, der Mann? Du bist dumm. Du lässt dir die Pokémon klauen. Hallo. Ich weiß, die Aufnahme geht schon los, aber ich habe noch gerade nur eine Nachricht beantwortet. So. Dann, herzlich willkommen zurück zum neuen Part Let's Play Pokémon Pearl in der Speed Level Challenge. Ja, im letzten Part haben wir interessantes Zeugs gemacht. Die Arena, glaube ich. Und Team Galaktik. Und heute werden wir mal mit 23 Minuten starten. Ah, und den Radweg, genau. Und heute sind wir dabei, Lucia Hallo zu sagen. Die kommt bei Platin ein bisschen später, oder? Hoffe ich mal zumindest. Also ich meine, die kommt bei Platin erst da am Höhleneingang. Oh. So, dann gehen wir uns mal ganz kurz heilen, wenn ihr wisst, wo wir jetzt sind. Wir sind in Erzelingen. Ah ja, das war unser nächster Plan. Hab mir sogar extra aufgezeichnet und aufgeschrieben, was wir in dem Part machen wollen, sollen, wie auch immer. Und unser erstes Ziel wird es sein, hier nochmal reinzugehen, weil dieses Mal wollen wir hier sogar was effektiv tun. Nämlich hier oben. Hier gibt es nämlich zwei TMs, die wir beide benötigen. Das hier wird, denke ich, die eine sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, welches sind, aber soweit ich weiß, sind die restlichen Items nicht erreichbar ohne Surfer.
Deswegen meine ich zu wissen, dass das hier das eine Pokémon. Ach, ich steige jetzt gleich wieder von dem scheiß Fahrrad ab. Das ist Blitz, gut. Und hier nochmal schnell ein bisschen Zertrümmerer eingesetzt. Da ist eine Fahrradfahrerin, hallo. Flup. Ach so, und dann nochmal Flup. Durchbruch, sehr schön. Ja, mehr habe ich eigentlich hier auch gar nicht gesucht. Dann verpissen wir uns mal wieder, ne? Verpieseln, piesen. Oh. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, noch das eine Item, was da rumliegt, mitnehmen können. Ein Sternstaub, das gibt wenigstens Money, Money, Money. Must be funny. In a rich man's world. Yes, mit Abi. Ja, ich habe gerade eben noch fürs Abi gelernt, deswegen habe ich bestimmt Abi gesagt. Ich sing mit Abi so schlecht Englisch. Mit so schlechtem Englisch könnte ich doch mal ins Abi reingehen. Das wäre bestimmt gut. So, und ich wollte noch Items auffüllen, damit ich das nächste Mal nicht mehr machen muss. Das heißt einmal das hier. Und Schutz 14 Stück. Und ein Fluchtseil vielleicht auch mal. Nein, danke. Die zersetzt mal Zerschneider ein. Blitz. Du kannst Blitz hören, bringen wir dir gerade mal Blitz bei. Macht jetzt nicht so arg den Bock fett, ob du jetzt Blitz kannst oder nicht. Hast eh noch Attacken, die wir überhaupt nicht benötigen. Jetzt noch Schutz. Und dann ab geht die wilde Fahrt. Da haben wir einen Feuerheiler. Weiß ich, war das hier eine Sackgasse? Nee, ne? Ich hoffe, das, was ich vorhabe, ist nicht zu zeitaufwendig. So. Superschutz, sehr schön. Wanderer Mage Kont Umgang. Geht es hier immer noch nicht rein? Hier müsste es doch reingehen. Ja, da muss es reingehen. Ah. Nee. Hier braucht man Stärke. Aber auch nur ein Perl, oder? Das wusste ich jetzt nicht. Toll. Ganz ruhig bleiben, Leo. Deine Planung kannst du mal wieder völlig über den Haufen werfen, aber ansonsten ist doch alles supi. So, das ist der
Oh. Gehen wir halt noch einmal weiter außen rum. Habe ich auch kein Problem mit. Nächster Schutz reinballern. So. Dann. Genau, hier muss ich einmal durch. So, dann besiegen wir die mal noch schnell. So. Tempo-Hieb auf Barmelin und Psywelle auch auf Barmelin. So. Klar geht die Psywelle daneben. Toll. Hätte ich gewusst, dass es so viel Schaden macht, hätte ich direkt Erstauner gedrückt. Übrigens, ich habe, also wenn dieser Part hier aufgenommen wird, schon ein Part oben. Ich kann euch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat Platin genommen. Hat, glaube ich, irgendwie die ROM manipuliert und was weiß ich, dass sein Starter gute Werte hat und er irgendwie den Pokorus kriegt und was weiß ich für einen Grutz und ganz mehr, das ist mir alles viel zu hoch und kompliziert, verstanden habe ich nämlich nur bla 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 bla. Und ja. Ganz im Ernst, Leute, wenn ihr mich schaut, wisst ihr hoffentlich, und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. So ein Gescheißerle und Gedöns mache ich nicht. Was passiert, passiert, und was nicht passieren wird, sollte nicht passieren. Und oh, nee, also ganz im Ernst, das ganze Gekrutzel da mit, ich mache mir deshalb Arbeit und so und hin und her und... Das bin ich und deshalb mache ich das auch nicht. Ich spiele das Spiel einfach durch und was kommt, kommt und was nicht, nicht. Ich meine, sind wir immerhin mal wieder ein bisschen was von der Sinnoh-Region, haben wir ja schon ein Platin gesehen. Zum Beispiel, das hier haben wir auch nicht ein Platin gesehen. Und ja, machen wir das, ne? Ja, jetzt begleitet mich das Mädchen mit den rosa Haaren. Das halt auch immer meine Pokémon, finde ich also ganz geil. Die hat einen Kadabra. Kann jetzt mögen, wer will. Ich finde es jetzt nicht so geil, erst recht mit dem Moveset, das es hat. Aber gut, ist ja jetzt nicht mein Problem, ne? So, ich habe mir notiert, wie ich laufen muss. Jetzt sind wir hier. Dann muss ich jetzt hier hoch, weil da war ja zu, genau. So, Gott, es wird Zeit, dass ich mir endlich Superschutz kaufen kann.
Da muss ich so und runter, nochmal rechts, nochmal runter und nochmal rechts und nochmal runter. Da sind wir schon da, ne? Oh, das ist ja der Ausgang, bla 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 bla, mach's gut, schön, tschüss. Gut, haben wir das eigentlich schon erledigt. Dadurch, dass ich eigentlich in dem Part noch was ganz anderes geplant hatte, muss ich jetzt gerade ein bisschen improvisieren und wieder nochmal sagen, wir gehen weiter, ne, auf der Route da rechts. Wir haben nämlich noch sau viel Zeit. Dann gehen wir einfach mal da rechts über die Route. Da ist ein Doppelkampf, da ist ein Einzelkampf. Machen wir, denke ich, erstmal den Doppelkampf und gucken dann, wie weit sich Traumfugil danach wehren kann. Und wenn es sich besser wehren kann als jetzt, weil er lernt noch eine ganz gute Attacke auf Level 23, dann gehen wir mal noch auf der anderen Seite rum. Gibt es nämlich zwei Wege. Einmal den hier und danach einmal noch so einen kleinen Trampelpfad, wie ich ihn gerne nenne. Flammenrad und Psywelle da. Der Schaden war ja bombastisch, ey. Machen wir nochmal Tempohieb auf dich und Erstauner auf dich. Ein Critical Hit. Ich weiß nicht, ob der nötig war. Aber es ist immer besser mit als ohne. Oh, das reicht nicht. Da. Ich frage mich gerade, wie schnell ist Beate oder wie langsam ist Dirk, damit Beate schneller ist. Psystrahl endlich. Weg mit dem Blitz. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe das vertauscht im letzten Part. Nicht hier, nicht in dieser Generation, sondern in der Platin-Generation holst du jetzt zuerst den 5. an und hier müssen wir weitergehen und zuerst den 3. und 4. holen, was ich ein bisschen kacker finde. Da gegen die Kämpferin kämpfen wir mal zuerst mit unserem Psystrahl, ne? Meditje. War ja klar. Ein Erstauner, auf geht's. Vergeude nicht meine Zeit. Schreck zurück. Schreck. Ja! So, und da ist Meditia auch, oder Mediti, weg. Oder Meditite, wie es glaube ich im Englischen heißt. Also, das war wirklich der Grund, dass ich das letzte Mal gelesen habe auf Englisch. Dachte ich mir so: Wer nennt das bitte so? Haha, Psystrahl, Bitch. Obwohl die Psystrahl-Animation im Anime mir besser gefallen hat. Da ist die, glaube ich, so ein bisschen aggressiver, so ähnlich wie Eistrahl, nur im Bund. Da ist ein Wanderer, den können wir mal noch bekämpfen.
ich einfach gekonnt da unten den Jungen auslasse. So, nee, gegen dich kämpfe ich nicht. Dabei weiß ich nicht mal, was der Junge hat. Ein Kleinstein Level 15. Och, cute. Ich wollte zwar Psychstrahl einsetzen, aber okay, Herr Stauder geht auch. Schreck zurück, Schreck zurück. Schade. Da Psychstrahl ist speziell, macht ein bisschen mehr Schaden. Schön. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das mit Orisa, das war geplant. Also das rosa Haarkind, das wir da rausführten, dass wir diese Route hier machen, war jetzt nicht geplant. Ich glaube auch, das hätten wir in meiner eigentlichen Planung, hätten wir diese durchgeführt, nicht mehr geschafft. So kommen wir halt schneller voran, muss ich gucken, wie ich das dann halt regle, wie ich was eventuell noch nachhole und nicht nachhole und ja, ne? Level 24 für Beate, die macht also auch große Fortschritte, die geht wirklich schnell voran im Level, ne? Jetzt schon Level 24. Unser Dirk ist erst Level 26. Mein Team rockt. So. Und dann nochmal ein Psychstrahl, dann bist du auch Wegwanderer. So. Für wen war das eigentlich geplant? Für dich? Für dich. Okay. So ein Angriffsplus. So, kleiner Junge, jetzt darfst du endlich. Eine Herausforderung von Teenager Matthias. Stara Lilly. Stara Lilly war bei mir auch in der engeren Auswahl, aber mein Team sollte nicht Mainstream sein. Und ich finde, Stara Lilly gehört einfach in dieses Mainstream-Sinnoh-Team rein. Und das soll es ja nicht werden. Also blieben... Ah, lol, hier sind Panflammen, wusste ich nicht. Da sind doch alle drei Starter vertreten. Krass. Ja, Mainstream ist mein Team, finde ich bisher... Also klar, Starter kann ich jetzt nicht wegzaubern. Ist auch wichtig, dass ich den mitnehme, weil wäre dumm, wenn ich den einfach so verwerfen würde in so einer Challenge. Glaube ich, macht auch keiner. Wurde, glaube ich, auch noch nie gemacht. Wenn doch, dann würde ich mich freuen, wenn mich mal jemand verbessert, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wenn jemand schon mal seinen Starter in irgendeiner Staffel verworfen hätte. Wäre mir nämlich jetzt nicht bekannt. Und ja, ansonsten muss ich gucken, dass ich nicht nur Mainstream-Pokémon nehme, weil fände ich langweilig, wenn ich so ins Competitive gehe und sage, das hier ist Mainstream und das hier ist Mainstream und alle können sich auch darauf vorbereiten. Und es gibt auch Leute, so wie ich, bin ich ganz froh drum, die sagen dann einfach, ja, großartige Reaktion geht nicht, weil bin im Stress und muss im Voraus aufnehmen. Denke ich mir so, ja, jemand wie ich, da bin ich dann wirklich ganz froh. Muss aber auch sagen, der müsste ja eigentlich damit rechnen, dass ich Mainstream-Pokémon habe. Bin ich mal gespannt, wie er dann in seinem ersten Part, wo er nicht voraus aufgenommen hat und von mir vielleicht schon gesehen hat, auf meine Pokémon reagieren wird. Gut, auf der anderen Seite, ich glaube, über die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle, vielleicht nicht alle, aber fast alle werden denken, ich habe gar keine Ahnung von Pokémon, ich mache hier nur mit Waldbaum und mein Team ist nicht besonders stark. Dem ist jetzt nicht unbedingt zu widersprechen. Aber man sollte mich nicht völlig unterschätzen. Ich werde es nie vergessen, ich weiß gar nicht mehr, bei was das war.
wo es auch so einen Competitive-Wettbewerb gab, wo es eine Auslosung so gab. Sowas mache ich mittlerweile gar nicht mehr mit. Dafür habe ich auch gar keine Zeit und dafür kenne ich mich mittlerweile viel zu wenig mehr im Competitive aus. Also Gen 7 bin ich schon raus. Ziemlich. Ich weiß, das ist eine Feuer-Gift-Dingsbums da ziemlich gut im speziellen Angriff ist, aber sonst bin ich da wirklich raus. Und Beate reicht Level 25, sehr schön. Ja, dann hatte ich da aber auf jeden Fall gegen den gekämpft und ich hatte mich halt vorbereitet und es war halt wirklich speziell, was ich da gemacht hatte. Es war zum Beispiel ein physisches Turtok mit Turbodreher, Steigerungshieb, Wasserdüse und ich glaube nach Hidden Power Grass. Und ja, mein Gegner hatte einfach gegen mein Team verloren, weil er nicht darauf eingestellt war, weil er wirklich nicht gedacht hatte, dass ich das bringe. Obwohl ja die Idee an sich nicht dumm war, ne? Und ich meine, ich habe ja gewonnen. Und er hat sich auch drüber aufgeregt, dass wie ich sowas gewinnen konnte mit so einem Noob-Team und so. Dachte ich mir so, ja, ich bin nicht der stärkste Gegner, aber man sollte mich vielleicht wirklich einfach nicht unterschätzen. Manchmal sind es dann die kleinen Dinge im Leben, die einem dann nicht den Spaß verderben. Ne? So, wir haben noch knapp eine Minute Zeit. Reicht mir eigentlich, um noch ein bisschen weiter zu laufen. Es muss nämlich noch gleich ein kleines Event mit dem Kraterberg getriggert werden und dann dabei belasse ich es dann, glaube ich, auch. Genau, nehme ich das Event. Der steht da schon oben und wartet auf mich. Laut einer Theorie, bla 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 bla. Ja, beeil dich mal. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ja. Hm? Ja, ja, ja. Tschüss. Ah, gut. Dann würde ich mal sagen, hier beenden wir den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch. Haben wir jetzt überzogen? Nee, ne? Wir haben wieder Minus gemacht, oder? Wir müssten jetzt 2 Stunden. Wir sind im 8. und 7. Part. 7 mal 25. 175 Minuten durch 60. Da stimmt was nicht. Ach egal, wir werden es schon nicht überzogen haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder auch eine wunderbare gute Nacht und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seht mich auch wieder beim nächsten Mal und bis dann. Ciao von Team Erfahrungspuppel.